Hallo und herzlich willkommen hier zu Oxygen Not Included im Basisspiel natürlich wieder mal hier. Ja, Leute, hier bin ich wieder. Ich habe gemerkt, ich habe hinten noch ein Stück Förderschiene vergessen. Da hätte ich natürlich wahrscheinlich wieder stundenlang gesucht, warum das Ding nicht läuft. Oder mich gewundert. Ja, und der Auslauf ist hier unten jetzt alles schon fertig. Schade, dass das noch nicht fertig ist hier hinten. Aber Moment einmal, da fehlt sowieso noch was. Ja, was ganz, 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 ganz Wichtiges. Es fehlt noch, wer hätte das gedacht, ein automatischer Räumer. So, den Räumer, den bauen wir lieber aus Stahl. Niob 600, nee, also. Wir hätten auch noch ewig lang sammeln können mit Niob. Das hat überhaupt keinen Sinn, nee. Wir können natürlich den Dinger aus Stahl bauen. Quatsch, aus Niob. Und weil ich das gerne mache, drehe ich das Ding gleich rum. Warte mal. Also, die Informationsbox, die ist jetzt gerade so leicht dezent im Weg. Ja gut, wenn ich das jetzt natürlich... Ja, wir hätten den so weit zurücksetzen können. Nee, aber wir setzen ihn hier hin. Mir geht es eigentlich nur, dass er halt eben in das Feld hier reingreifen kann, ne? Ja. So, und der braucht natürlich auch einen Strömanschluss. Lasse es strömen, den Strom. So. Absicht. So. Priority. Bitte eine 5:9 machen. So, der Raum ist... Ne, noch nicht ganz... warum sind die noch nicht... Ach so, ja, das geht ja noch nicht. Wir müssen erst hier unten komplett fertig sein und... ja, ich würde es mal... Ne, ich mach's nicht. Du bist ein Clown, weißt du das? Rocky, du bist echt ein Clown. Jetzt hast du es tatsächlich... Ja, naja, gut, die Bauaufträge sind auf. Ist egal, da muss jetzt keiner mehr unten rein, oder? Doch. Ach, Mann. Ja, wie mache ich es denn jetzt? Warte mal, kann ich hier eine Leiter bauen? Ja. Ist egal, das Magma zieht, was hier jetzt runterfällt. Plus das Keramik muss ich aufräumen, was hier dann runterfällt. Dann machen wir hier halt geschwind nochmal auf. Was soll's? Ja, ich wollte hier hinten das Loch lasse ich mal offen, das Luftloch sozusagen. Weil ich das jetzt hier dann mit Wasser füllen werde. Ich muss mir bloß überlegen, wo ich das Wasser hernehme. Könnte man das nicht vielleicht sogar hier aus unserer Anlage benutzen? Nee, das ist ja verschmutztes Wasser. Wobei, was würde passieren? Nee, das würde versanden, das ganze Gerätschaft hier. Das ist keine gute Lösung. Oder aber wir... Ah, nee, wir haben doch hier... Ah, das ist doch primo. Na gut, das ist eigentlich ungeschickt, wenn wir hier das jetzt klauen, hier das Wasser. Momentan wird es hier für die Erzeugung von dem Ganzen hier gebraucht. Ich habe mir überlegt, ob wir halt vielleicht sogar einen Filter erstmal bauen, der uns dann hier das einfach nur hier von da wegfiltert, aber dann, dann entnehme ich eigentlich meinem Kühlkreislauf das Medium. Wobei man das ja, es ist... Ich habe ja hier eigentlich nie einen gescheiten Kühlkreis gebaut. Das war nie was Gescheites, aber okay. Nee, wir werden das einfach so machen, dass wir uns hier einen Abzweig schaffen. Mit Brücke oder ohne. Ja gut, dann wird sich das aufteilen. Wird es wahrscheinlich ewig lang dauern, bis es hier... Ja, ansonsten müsste ich jetzt wieder eine ganz neue Leitung legen. Die ich dann später wieder abbauen muss. Gibt es hier jetzt ein größeres Problem, das zu bauen? Eigentlich ja weniger, oder? Wir könnten hier hochfahren. Na gut, da können wir dann ein paar Leitern bauen. Ja, und mit der ganzen Sache aus. Wenn der komische Salzwassergeist hier speien würde, dann wäre das Thema gar nicht so wild. Aber der ist, glaube ich, noch eine Weile inaktiv. Ja, 27 Zügel, das ist ein wenig arg lang. Und da möchte ich jetzt dann diese Wasserstoffproduktion hier nicht stilllegen, dass es da wieder Probleme gibt. Das ist gesünder, das so zu machen. So, ja, aber isoliert braucht es gar nicht zu sein, das Rohrmaterial hier. Ich
gehen hier einfach zwischendurch. Gut, ein paar Brücken müssen wir hier halt bauen. Das ist jetzt nicht zu vermeiden. Aber es ist, glaube ich, die bessere Variante, das so zu machen. Und dann könnte man das sogar... Mein ursprünglich wollte ich es da reinträufeln lassen oder so. Oder an einem diesen Anschlüssen anschließen. Das ist mein noch viel lieber, wenn ich das hier anschließe. Und dann kann das hier... So, das Keramik habe ich ja gesagt, will ich aufräumen. Weil wenn ich den Klotz wieder baue, dann werden die wahrscheinlich wieder einen neuen Keramikbrocken ranschleifen. Das ist nicht immer so eine Sache, das hasse ich dermaßen, wenn die das machen. Aber es ist leider nicht immer zu vermeiden. So. Ja gut, da wird ein Brocken Eisenerz dann hier rumfliegen. Den können wir aber dann wieder aufsammeln lassen. Das ist überhaupt kein Thema. So, den Anschluss haben wir. Das stellen wir auf unter 130 Grad. Das hat sich eigentlich so bewährt. Dann ist das eigentlich schon mal eingestellt hier. Und dann müsste es jetzt hier noch gebaut werden. Ich meine, das ist halt ein längerer Weg hier, aber okay. Na gut, da wird eigentlich schon... Eigentlich brauche ich keine neuen draus machen. Das wird eigentlich schon fleißig gebaut, ja. Was hat der Drucker für uns? Ja, wir nehmen das Aluminiumerz. Das haben wir sowieso nicht. Das verarbeiten wir laufend zu Aluminium. Ja, das ist eigentlich sehr gut. Na. Radiatorröhre. Beziehungsweise, warte mal. Die Kühlleitung. Nee, eigentlich. Welches ist der Ausgang da? Das ist der Ausgang. Und wir wollen dann noch hier unten rein. Oder gehen wir hier zuerst rein und dann da oben rein? Das ist jetzt die große Preisfrage. Jetzt im Moment ist der, ja, der hat jetzt im Moment, der chillt jetzt hier mal gerade. Ja gut, der Vulkan bricht bald wieder aus, okay. Na gut, das ist halt, nee, wir tun den zum Schluss hier bedingsen hier. Nee, es geht mir jetzt eigentlich darum, dass wir hier die Brücken schon mal setzen. Das heißt, die Zuleitung, wenn wir... Ich glaube, die Zuleitung hier, die streich mal wieder da innen drin. Das tun wir uns vergessen lassen. Das tun wir nach oben erstmal führen, das Ganze. Ach Mann, ich immer mit meinem Zweierklick hier. Also ich klicke dann immer rechte und linke Maustaste. Passiert mir oft genug. So, das heißt, hier gehen wir raus. Dann geht es hier in den Radiator über. Geht hier über die ganze Länge und ich bin überlegen, ob ich es komplett aus Radiator baue, aber so viel Aluminium haben wir gar nicht. Hier kommt es jetzt eigentlich speziell. Ja, das wird man vielleicht nochmal umbauen müssen, aber... Das muss ja dann hier rein, genau. Das heißt, hier brauchen wir gar nicht mal rüberbrücken. Wenn das so machen, Autosave. Muss das jetzt gerade ausgerechnet der Zyklus sein? Wenn ich hier gerade am Bauen bin, ich hasse das. Hoffentlich baue ich jetzt halt irgendwo ein Rohrstück hin. Das passiert nämlich öfters, wenn wir da werden, Autosave. Dass irgendwo auf der Karte dann auf einmal ein... Dings ist, also die Vorgaberichtung mach mal in die Richtung, würde ich sagen. Und ich werde, glaube die Leitung
hier oben isolieren dann. Ich werde die nicht komplett aus Radiatorleitung bauen, beziehungsweise isolieren muss nicht sein. Ja doch, nee, sollte man schon machen, weil die Dampfmaschine hier hinten dann natürlich. Sonst nimmt es hier immer weiter Hitze auf und die anderen sollen eigentlich auch mitgekühlt werden. Ich denke, dass das die bessere Variante ist, wenn wir das so machen. Also das machen wir dann nochmal so hier. Und hier geht's runter. Hier geht's isoliert runter, geht in den Raum von der Dampfmaschine rein. Wie machen wir's? Da haben wir eh so ein. Das geht dann so und da machen wir dann so eine kleine Spirale. Und hier gehen wir an den Tank. Jetzt dann Rücklauf. So, und das wird hier dann im Prinzip auch wieder Radiatorleitung. Nur, dass wir das schon mal hier angedingst haben. Naja gut, und dann ist mir jetzt das auch egal, ob hier dann nachher das verloren geht, hier das Material. Und jetzt würde ich sagen, ja, wir haben noch ein bisschen Aluminium. Dann bauen wir hier das weiter. Wenn ich mal noch so ein bisschen suchen würde in der Kolonie, wo wir überall hier die falsche Sache gebaut haben, also wo wir noch mit Aluminium gebaut haben, dann ja, würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen was auftreiben können. Ja, wir isolieren die Rohrleitung hier. Das, bei den Brücken weiß ich natürlich nicht. Es gibt ja keine isolierten Brücken. Ob die generell irgendwie isoliert sind dann schon oder ob die eigentlich so fröhlich wie eine normale Standardleitung hier die Wärme durchlassen. Es wäre mal interessant, das zu erfahren, ob das so ist oder nicht ist. Ja, das müsste man speziell einfach mal den Entwickler fragen, wenn man es mal so will, ne? Ja, es macht keinen Sinn, jetzt hier eine Leitung zu machen, die wir aufteilen, eine Richtung, die andere in der Mitte wieder zusammenführen. Ich denke, dass das eigentlich nicht so gut laufen wird. Wir machen es jetzt mal so, dass es ein Kreislauf ist hier und schön im Kreis läuft. So. Jetzt geht es hier nochmal weiter. Das wird so verbunden. Das wird abgeschnitten, so weiter mal. Machen es gerade mal so, dass ich das komplette mal. Wir machen jetzt gleich mal nach Zahlen sozusagen. So, 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 so. Ja, da machen wir die Wendel so rein. Ja, das mache ich mit mal nach Zahlen. Wir verbinden einfach wieder die Punkte dann hier. So, so hätte ich mir das gedacht. So hätte ich mir das gewünscht. Ja. Mein Teil können sie jetzt von außen noch bauen und lassen wir aber erstmal hier das Ganze. Und das tue ich nur mal als niedergeordnete Dampfmaschine jetzt erstmal lassen hier. So, ich gebe euch mal eine 7 drauf auf das ganze Bauwerk hier. Warte mal, ist die Wasserleitung schon fertig gebaut, komplett? Nee, ja, stimmt, da müssen wir noch ein Stückchen. So, da müssen wir noch ein bisschen mit Leitern nachhelfen. Das ist mir sogar noch ein bisschen wichtiger hier, dass das fertig wird hier. Und da müssen wir noch Brücken einbauen. Ja, habe ich noch vergessen. Lass mich ja immer zu leicht ablenken. Das ist erstaunlich. So, kann ich das jetzt hier verbinden, ohne dass hier die Leitung ausgetauscht wird? Ja.
Und das will ich nicht austauschen. So. Das ist jetzt verbunden. Ja. Es soll einfach isoliert bleiben, wobei das nicht jetzt hier wichtig ist, aber wir können das Wasser hier schon nehmen. Das hat ja, es hat ja nur 66 Grad. Also das ist und das müsste die Pumpe hier sein. Die schalten wir dann auch mal ein. Die Pumpe hier ist noch an. Ist die noch im Betrieb? Ist sie noch im Einsatz? Tatsächlich, okay. Ja, dass wir da beim Tanker mal tatsächlich benutzen. Wir haben hier schon 45.000 Kilo drin pro Feld. Also, wow. Also wirklich wow. Das ist sehr viel Wasser. Ja gut, das wird uns ja auch nicht an der Seite angezeigt. Ich habe das mal drin gehabt als Anzeige, aber das ist eigentlich Quatsch, das noch anzeigen zu lassen. Weil das eh nicht gewertet ist, was hier an Wasser hier verschlossen ist praktisch. Das ist dann nicht verfügbar. Genauso wenig, wie es mir jetzt wahrscheinlich das Ethanol anzeigen würde. Das würde mir es glaube ich nur anzeigen, wenn ich da eine Pumpe drin hätte. Also so eine... So eine Handpumpe, dann zeigt mir es den Vorrat an. So, dann bauen wir das hier noch fertig, die Brücken. Und dann kann eigentlich schon hier Wassermarsch stattfinden. Wir werden das hier befüllen. So weit, bis im Prinzip der Sauerstoff rausgedrückt ist. Und deswegen habe ich das hier hinten so gemacht. Und hier vorne praktisch das Luftloch gelassen, dass das dann da entweichen kann, die der Sauerstoff, der, die, das Sauerstoff. Na gut, jetzt haben wir hier einen leichten Überdruck drin hier im System. Ja. Das ist jetzt nicht die beste Variante, aber okay. So, jetzt gucken wir mal nochmal inzwischen, während die das machen. Ja gut, hier komme ich auch nicht weiter, ich weiß. Aber naja gut, was haben wir da noch, lieben Obsidian, wo kommt das her? Das soll mal bitte weggeräumt werden. Das ist ja im Prinzip einsatzfähig, das Ganze hier, ne? Ja, hier möchte ich aber dann unser Öl. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen ein Weg, hier das hinzubauen. Ist nicht problematisch, aber im Prinzip machen wir dann hier träufeln wir das Öl hin. Dann wird es hier im Prinzip erwärmt und ja, das müssen wir dann wieder... Sag mal, was liegt denn hier für ein Haufen Oxylit hier? Ist hier irgendwo ein Puffprinz? Na, wenn ich natürlich nachgucke, ist er wieder gestorben, okay. Oder weggeflogen. Also da liegt überall Oxylit, 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 Oxylit. Brauchen kein Oxylit mehr. Die Zeiten sind eigentlich vorbei. Aber ihr seht, es sind halt einwandfrei, die erzeugen halt einwandfrei hier Oxylit, ne? Ja, hier wird jetzt natürlich vermehrt, ja, da haben wir jetzt nicht genug Chlorgas. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die Maus hier... Wir haben doch mal eine Maus angenommen, ob die jetzt hier verschwunden ist. Ich meine, die müsste ja dann hier irgendwo rumgammeln. Ich denke, dass die Maus verschwunden ist. Ne? Hier liegt 72 Grad heißes Regolith rum. Kann man das mal wieder wegnehmen? Und hier liegt ein Steinhätschling-Ei rum. Was soll denn das für ein Kram? Warte mal, das räume ich auch mal so auf. Weiß nicht, ob das geht, aber normalerweise ja. Ja, es wird aufgeräumt. Okay. Gut. Ah ja, die Hatchlinge, ja, die werden jetzt hier schon gefesselt. Die müssten ja auch demnächst abgeholt werden. Oder, ja, normalerweise müssten die zum Schlachten gehen, denke ich mal dann. Steinhatchlinge, Moment mal. Sandstein. Ja, gut, was fressen denn die sonst noch so zusammen? Oder hatte ich die nicht mal zum Metall-Hatchling ausgebildet gehabt? Ah, nee, 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 da drüben haben wir extra. Was füttern wir den jetzt? Sedimentgestein haben wir keins mehr, okay. Dann würde ich sagen Magmatit, ne? Ja, weil... Da war schon mal die Meldung, dass die verhungern würden.
Dann gebe ich da jetzt mal Magmatit noch rein. Was hat der Drucker hier für uns? Naja, wir nehmen es Ethanol. Ich habe mich gerade gewundert, warum hat er den Anzug an und hat den Helm weg? Anscheinend, wenn er den Ofen bedient, dann sieht es so aus, als ob er den Helm nicht auf hat, aber den hat er im Prinzip auf. So. Ah, das Wasser läuft. Sehr schön. Ja, das dauert jetzt einen ganzen Moment natürlich, bis das hier voll ist. In der Zwischenzeit könnten wir ja das eigentlich bauen lassen. Da gebe ich jetzt gleich mal hier Priorität 9 drauf. Und natürlich muss ich da wieder dazu die Tür entriegeln hier. Ja gut, da geht halt ein wenig verloren von dem Zeugs hier. Da ist jetzt ein kleiner Überdruck drin. Das ist eigentlich ganz gut. Aber der wird sich halt relativ schnell hier nach außen. Das sollte eigentlich jetzt momentan keinen Sauerstoff nach innen drücken. So ist meine Devise oder so denke ich das jetzt mal. Hier wird der Sauerstoffdruck natürlich höher. Das können wir verhindern, indem wir hier die Tür... Ja, indem wir die Tür hier mal öffnen, manuell. So, hier können wir eigentlich schon mal Magmatit einstellen. Das ist Rohmaterial, oder? Ja. Magmatit. Und dann müssen wir hier ja auch noch die Schiene fertig bauen. Die haben wir jetzt hier nur bis da angeschlossen, jawohl. Ja, ich habe jetzt immer noch keine Lösung dafür, für das Problem. Soll der Vulkan hier zuerst entdingst werden oder wollen wir... Ja, das egalisiert sich eigentlich sowieso. Wir machen es mal gleichberechtigt. Warte mal, wir machen es tatsächlich so. Dass wir es hier in den Ziegeln meistens führen. Dann kann das hier schon mal nicht an die Umgebung noch Hitze abgeben. So. Dann ist das schon mal primo. Aber das ist eigentlich relativ schnell hier abgekühlt worden, das ganze Material hier drin. Das hätte ich jetzt fast nicht gedacht. Hat sich das jetzt schon amortisiert? Ja, es ist sogar weniger Wasserstoff drin geworden hier. Das ist erstaunlich. Jetzt hat sich, oder hat sich jetzt hier wieder... Ja, dass sich jetzt halt mehr Sauerstoff reingedrückt hat, aber ich hätte es eigentlich nicht vermutet, ne? Ja, dieser Sauerstoff, dass der sich immer zwischendrückt. Naja, ist egal. Wenn wir dann die Kühlung hier laufen haben, dann sollte es eigentlich... gehen. So, was haben wir hier? Ja, es dauert noch. Bis 1000 Kilo geht er hier in die Ziegel rein. Haben wir wieder eine neue Rakete? Ne, haben wir nicht. Die ist noch nicht zurückgekehrt. Es dauert schon einen ganzen Moment, bis die zurückkommt. Ist ja auch eine Petroleumrakete, wenn man die natürlich als... Ah, ups. Wo kommt denn der Dampf hier auf einmal wieder her? Das wundert mich gerade so ein wenig. Ich habe gedacht, das hätten wir mal endgültig hier trocken gelegt. Ist so warm hier unten noch, dass es hier tatsächlich nochmal zu Dampf gekommen ist. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Weil es wurde hier eigentlich im Prinzip kühler. Ja, hier ist nichts mehr, okay. Das ist noch alt. Na gut, hier ist es ja auch nicht warm, aber... Isolierte Ziegel, ja, 70 Grad. 70 Grad, ja, okay, also... Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, wo der Dampf herkam oder wo er herkommt. Das kann ich echt nicht nachvollziehen. Also aus dem Vulkan kann es eigentlich nicht sein. Sonst wäre sie ja elends warm hier, ne? Nee, das kann nicht sein. Ach,
Das hat es jetzt gebracht natürlich, ja, weil hier noch nicht wieder alles kondensiert ist. Ja, es ist natürlich wieder kontraproduktiv, dass ich jetzt hier wieder alle zum Wischen hier organisiere, ne? Ach, aber das muss jetzt einfach mal sein, da müssen sie durch. Hat jemand angefangen, wieder aufgehört, okay. Wird eh gleich wieder Schichtwechsel sein, dann gehen wieder alle weg. Nein, so ist es ja gut, wenn einer hier so anfängt und wenn sie das hier, aber da tropft dann nochmal was runter hier. Ja, da wird man auch nochmal später nochmal wischen müssen. Ne? Selbe ist hier am Vulkan, ist auch immer Wasser, ne? Gut, was passiert sein könnte, also nur könnte, weil wir tun ja hier, wenn hier ab und zu Dampf abgepumpt wird, den Dampf tun wir hier einleiten. Wenn wir natürlich hier Wasser eingeleert haben, dann entfleucht ja immer wieder Dampf. Aber dann müsst ihr hier sofort kondensieren. Dann würde ja eigentlich. Ich kann das nicht ganz. Kann es nicht ganz nachvollziehen, wo das jetzt wieder passiert ist. Ja gut. Ne, Moment mal. Warum? Warum ist diese Airlock so heiß? Warum ist diese Airlock so heiß? Müssen wir die mal zerlegen, wieder neu bauen. Ich tue mal hier den Zugang sperren, dass da nichts passieren kann, falls da einer durchstolpert. Und dann lasse ich das Material von der Airlock wegbringen und baue das nochmal neu, weil das ist mir doch ein bisschen eigenartig hier. Weil da muss doch Wasser runtergeträufelt sein und kann gar nicht anders sein. Kann man das sonst nicht erklären, wie da die Hitze zustande kommt? Kann ich mir echt nicht erklären. Weil es hier eigentlich die ganze Zeit ja kühl war. Oder kühl leer, sagt man mal so. Es war nicht kühl, aber es war kühl leer. Naja, Dampf könnte es jetzt mal komplett kondensieren. Ja, jetzt kondensiert noch mehr, aber das etappenweise, das ist immer so ein bisschen ärgerlich, finde ich. Bis da alles mal wieder seinen gewohnten Weg hier nach auf dem Boden gefunden hat. Vom Dampf. Jetzt haben wir es gleich. Ich möchte einen Entfeuchter haben, der uns den Dampf hier rauszieht. Das gibt es im Spiel nicht, aber. So, jetzt bauen wir sie nochmal neu, die Schleuse hier. Ich kann es echt nicht nachvollziehen, wo die Hitze herkommt. Also, oder warum das heiß war, wurde das mit heißem Eisen gebaut, vielleicht sogar? So, verschwind, verschwind, du Viech. Ah, nein, geh raus. Geh raus, ja. Blöder Trego. Ich glaube, das ist auch der Trego, den ich schon die ganze Zeit einfangen wollte. So, jetzt wischen wir hier noch einmal. Jetzt haben wir es gleich. Mann, 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 Mann. Wasser, bleib stehen. Du bist im Ziegel. So, jetzt hier, jetzt haben wir es, glaube ich, alles, ja. Hier nochmal wischen, ja. So. Ja, das ist einfach auch. Wenn Wasser mal ins Fliesen kommt, dann Tropf, Tropf, Tropf. Das ist so eine Geschichte, ne? So, jetzt tut er dann endlich mal hier entfernen. So, ja, also 84 Grad ist doch ein Unterschied wie 100 Grad, ne? Ich denke mal, dass wir es jetzt hier wieder haben. Jetzt kann hier natürlich auch Wasser runter. Ja, weil das hier voll war vielleicht und da zufälligerweise hier jemand durch die Tür ist. Aber wozu sollte hier jemand durch die Tür gegangen sein? Eigentlich muss ja gar keiner rein. Es sei denn, er hat hier wieder mal eine Leitung reparieren müssen. Das war nämlich auch schon manchmal kaputt hier.
Ja, jetzt gucken wir nochmal. Oh ja, perfekt. Das erste Keramik ist wieder hier geproduziert worden. Da ist er mal wieder von unserer also Kühlanlage oben, welches runtergelaufen. Perfektometer. Ja, wir schauen nochmal, wie das hier jetzt ausschaut. Nice. 500, also Halbzeit im Prinzip. Soll ich es riskieren? Der bricht wahrscheinlich genau in dem Moment aus, wo ich das hier aufgrabe. Gut, was brauchen wir hier? Hier brauchen wir natürlich einen Temperatursensor. Der hier hochkommt. Und der reguliert uns. Den machen wir aus. Ups, ja, nee. Und der Schwachsinn. Das bauen wir aus Stahl. Naja, nee, Stahl ist. Wir bauen das Niob. Das ist mir lieber sicherer wegen der Schmelz, oder? Ne, wir können es aus Stahl bauen. Stahl hat ja eine hochgenügende Schmelztemperatur. Und daher müsste es eigentlich funktionieren, oder bin ich da richtig informiert? Ja, hier habe ich sauer Stahl. Ja, genau über 2000 Grad kommen wir hier nicht mit den Vulkanen. Mehr haben die nicht. Die haben 1700 und ein bisschen zerdrückte und das war's dann. Das bedeutet also, denn die Tür ist temperaturgesteuert hier. Ich weiß halt noch nicht wie viel. Also wir werden hier 400 Grad ungefähr dann brauchen. Wenn es unter 400 Grad fällt, sagen wir mal, ich sag mal 410, dann muss die Tür auf jeden Fall wieder aufgehen. Blim, der Drucker schon wieder. Das geht so ratzfatz hier. So, und dann machen wir hier wieder Stahl, Metallziegel. Priorität. Eins. Und haben wir wieder Keramik? Habe ich an der Stelle am liebsten mal lieber aus Keramik gebaut, dass hier eigentlich nicht eine übermäßige Temperaturbrücke entstehen könnte. Man weiß es nämlich nie. Hier bauen wir auch mal noch ein bisschen Keramik ein. Wenn der zu wenig Magmatit runterfliegt, das ist eigentlich egal. Nee, ach. Okay, guten Morgen, das war schon Isolierung. Das können wir uns also wieder sparen. War mein Fehler. Isolierung, ja, nee, das ist ja schon richtig. Dann, das sollte eigentlich wieder Isolierung werden. War total mein Fehler. So, kommen die da dran? Ja. Weil manchmal kann es sein, dass sie dadurch die Schleuse nicht erkennen, dass da Material zum Bauen ist. Das ist, da bin ich mir nie sicher. Ach, jetzt habt ihr doch erst die Ziegel gebaut, ihr Trollis. Ach Mann, ich hab das doch auf 1 gestellt. Ach. Da war auch schon Isolierung. Hätte ich mal vorher gucken sollen, oder? Ja. Natürlich lieber, wenn das hier Isolierung ist. Dann das Keramik bitte wieder aufräumen. Ja, es führt jetzt eigentlich keinen Weg vorbei. Ich mache es jetzt tatsächlich, dass ich den jetzt mal hier. Aber da muss ich auch die anderen Vulkane freigraben. Sonst gibt es da Probleme. So,
So, ich werde mal gucken, dass ich die schnellstmöglichst analysieren lasse auch. Solange die nämlich inaktiv sind. Das ist eine ganz gute Methodik. Und das Material wird nach außen gebracht hier, was wir da noch. Das ist Magmatit. Das müssen wir nicht unbedingt aufräumen, wobei, ja gut, ja. Wir lassen es mal drauf ankommen, dass wir es tatsächlich auch wegräumen. Moment mal, wie kommt jetzt hier wieder Sauerstoff rein? Wie um Himmels Willen? Ah ja, nee, ich weiß schon warum. Braucht ihr mir nicht sagen, ja, ich bin natürlich doof. Warte mal, das machen wir gleich. Element. Ich mach das mit der Konsole hier. Vakuum, weil das würde jetzt natürlich, ist natürlich das. Vakuum, kein. So. Wir müssen das hier natürlich. Oh. Verdammt. Hoppla. Das ist jetzt natürlich blöd, oder? Na, mal gucken, dass ich da irgendwie das wieder hinkriege. Ich mache das jetzt dann offscreen, würde ich sagen. Gut, das meiste ist gebaut und ja, das reicht eigentlich wieder für die Länge. Und ich guck mal, dass ich da wieder. Oder ich lade den Spielstand nochmal und. Ja, weil das ist jetzt ärgerlich, dass hier jetzt wieder Sauerstoff drin ist. Ja. Also gut, Leute, ich sag wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt es natürlich wieder beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Kommentar da. Ich würde mich freuen. Ich sag tschüss, bis dann. Euer Lego.